54 Davide Conchi, 79 Alex De Lorenzo, 15 Viktor Schweizer, 91 Brad Berlini. Armin Hofer mit der Ruhe, Carozza an seiner angestammten Powerplay-Position. Die Wölfe behalten die Scheibe irgendwie und jetzt ist er drin. Wer hat den Abroller genommen? Raffi Andergassen dürfte es gewesen sein. Wiederholung an. Der Schuss kommt von Armin Hofer. Der Puck bleibt irgendwo im Slot liegen und Raffi Andergassen reagiert am schnellsten von allen. Althuber wird wahrscheinlich auch ein Assist zugesprochen kriegen. Seinen Mann zu stehen, er ist so gut sie Wechselgang. Der Daniel Lira. Aufsteigende Form, meiner Meinung nach, nach einem etwas holprigen Saisonstart, wächst der Alba mehr in die Top-Verteidiger-Rolle hinein. Traversa, wunderschön! 2:0. Seitz mit einem sehr, sehr interessanten Assist, auch für ihn ist es ist 9. Assist und ich darf mal sagen, da kann kein Tormann dieser Welt was dagegen dienen. 2:0 für die Wölfe, nach diesem mustergültig vorgetragenen Angriff. Beriksdor schön herausgespielt. Andere Kameraperspektive. Das Tor bleibt allem nur gleich schien, das ist um. Wir sind natürlich froh, eng zu sägen, wenn es weiterhin 3:0. Das war jetzt ein Schlenzer von der blauen Linie, der im Weg ins Tor gefunden hat. Gianji Mars siege da. Jetzt abgefälscht. Okay. Gianji Marx spielt Carozza an. Carozza trifft irgendwo den Schläger von Berlini oder von Max Oberauch. Schauen wir mal, was zurück gegen den EC Kitzbühel und Lustenau führt den Cortina während hier das 4:0 fällt. Haben wir da wieder einen Abfälscher gehabt? Ellis. Schauen wir mal. Jetzt kommt der Pass zurück an die blaue Linie. Simon Berger mit dem Schläger noch dran. Oh ja, so geht's auch. 4:1. 23. Minute. Der Schuss von der blauen Linie wurde zur Vorlage für die Nummer 13, Philipp Böschmann. Ich glaube, das ist ein Spieler von den Dornbirnen Bulldogs, der ja, toll gespielt. Freien Mann gesucht. Nicht den Schuss aus der Distanz gesucht. Und Philipp Böschmann gefunden. Wie gesagt, für den Input. Er spielt schon seit 4 Jahren für den EC Bregenzer Wald und hat den Sprung. Da! Gianji Mark von der blauen Linie. Ich glaube, die Scheibe ist jetzt ohne Umwege bei den Wölfen. Schauen Sie mal von der blauen Linie, schauen wir mal. Ja, verdeckte Sicht, darf ich jetzt einmal nicht sagen für den Felix Beck. Schauen wir uns die Sache näher mal an. Sehr wohl sind zwei Grün-Weiße von Bregenzer Waldtorhüter zugange. Die drei Mannschaften, die auf den ersten drei Plätzen zu finden sein, wenn denn alle Spiele ein bisschen nachgeholt sein. Feldkirch gegen Laibach wurde heute abgesagt wegen einer extrem dicken Schneedecke auf der Vorarlberghalle in Feldkirch. Während hier die Wölfe mehrmals drucken und jetzt ist der Puck in Tor. Max Oberauch 6:1 von Martin Krepacic. Er braucht noch 7 Tore bis dahin. Ein Hammer aus der mittleren Distanz. Kreuzeck, keine Abwehrchance für Felix Beck. Ausnahmsweise per Slapshot. Max Oberauch schlägt sich natürlich sehr, sehr gerne per Schlenzer zu. Zurück von meiner Seite, Tor für den EC Bregenzer Wald. Spielende. Jetzt müssen die Wölfe natürlich konzentriert bleiben. Keine Abwehrchance für Colin Furlong in dieser Gelegenheit.
Ja, ich meine, ich glaube, wir waren heute recht gut motiviert, weil wir mit dem letzten Spiel nicht ganz zufrieden waren. Dann haben wir uns heute wieder in den Kopf gesetzt, so zu spielen, wie wir eigentlich kennen und spielen wollen. Und das haben wir im ersten Drittel ganz gut untersetzt und sind gleich ganz gut gestartet. Und dann im zweiten und dritten Drittel haben wir ein bisschen nachgelassen, ein paar Fehler sind passiert, aber du hast es auch gegeben, leider. Aber ich meine, im Großen und Ganzen können wir zufrieden sein, glaube ich. Und du kannst zufrieden sein, weil das erste Tor nach deiner Rückkehr zum HC Pustertal in November erzielt hast, oder? Ja, jetzt war es langsam Zeit. Heute habe ich auch mal ein Glück gehabt. Ich glaube, da ist noch jemand umgegangen von ihm. Irgendwo ist er angeprallt, aber ein ist er zum Schluss und das ist, was zählt. Deswegen bin ich ganz froh, ja. Ja, ich denke, im dritten Drittel haben wir uns ganz recht präsentiert, dass wir auch groß waren. Und was natürlich nicht geht, ist, wie wir das erste und zweite Drittel spielen. Wie gesagt, hast du Tabellenführer Pustertal, die nützen das ganz klar aus und die sind auch so routiniert, dass die sowas, die lassen das nicht mehr anbrennen daheim und dann bringen die das ganz klar heim und fahren wir leider auch nicht Punkte daheim. Bregenzer Wald ist ja eindeutig eine positive Überraschung in der heurigen Saison. Seht ihr das als Spieler selber genauso oder habt ihr vor der Saison eh schon damit gerechnet, um die Playoff-Plätze zu spielen? Also ich glaube, vor der Saison im Sommertraining haben wir mit etwas ganz anderem gerechnet. Also ich persönlich habe eher damit gerechnet, dass wir in den letzten Jahren, dass wir eher hinter mitmischen. Aber wir haben in den letzten Spielen von Anfang an eigentlich gezeigt, dass wir zusammenspielen können und dass wir, wenn wir hart spielen und diszipliniert, wie der Trainer das so für uns verlangt, dass dann eigentlich alles möglich ist und dass wir für ihn gefährlich werden können.